Meine Damen und Herren, das war die Reise des Bundeskanzlers im Zeitraffer. Wir wollen gleich eine Analyse und einen Blick auf diese Reise versuchen und sind dazu verbunden in Sarajevo mit dem hohen Repräsentanten der Vereinten Nationen für Bosnien und Herzegowina, mit Christian Schmidt. Wir haben jetzt mit Hochdruck an der Tonleitung gearbeitet und hoffen, dass Sie uns jetzt gut hören. Herr Schmidt, guten Morgen aus Bonn. Guten Morgen, ja, ich höre Sie gut. Gruß aus Sarajevo. Wunderbar. Herr Schmidt, vielleicht müssen wir zum Einstieg einmal kurz skizzieren, welche Art, man sagt, das komplizierteste Regierungsgebilde der Welt, das Sie dort verantworten, indem Sie weitreichende Befugnisse haben, also Bosnien und Herzegowina unabhängig seit 1992, also jetzt im 30. Jahr, seit Juni 2000 potenzieller Beitrittskandidat der Europäischen Union und seit Februar 2016 dann formeller Beitrittsantrag und etwa seit diesem Jahr laufen dann auch 2018 dann sehr intensive Fragebogen und Fragespiele, also von 600 Zusatzfragen habe ich gelesen, um das einmal einzuordnen. Durchaus auch ein Land, ein kleines Land mit eigenen Interessen. Aber wir wollen jetzt gemeinsam ein bisschen schauen auf das, was in diesen letzten 48 Stunden am Wochenende passiert ist. Also Bundeskanzler Olaf Scholz macht sich auf eine Reise in den Westbalkan, sagt formell, der Weg in die Europäische Union ist ganz generell offen. Wie haben Sie diese Reise wahrgenommen? Die hatte ja durchaus ein japanisches Reisetempo. Ja, das muss man allerdings hier an den Tag legen, wenn man in den Westbalkan gehen will. Als erstes, ich begrüße ausdrücklich die Reise von Bundeskanzler Scholz. Zum Zweiten, diese Reise hätte natürlich noch länger sein können. Ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn er auch noch Bosnien-Herzegowina sozusagen mitnehmen hätte können. Aber ich weiß, dass er das politisch in Gesprächen in anderen Hauptstädten ja sowieso getan hat. Und zum Dritten würde ich sagen, solch eine Reise legt auch deutlich offen, dass es an Problemen und Herausforderungen im Westbalkan nicht mangelt und dass man nicht erwarten darf, dass mit einer Reise alle Probleme gelöst werden. Nein, sie sind nur auf den Tisch gelegt worden. Das ist aber sehr wichtig. Christian Schmidt, also würde sich sozusagen meine Anschlussfrage, wenn ich Sie frage nach dem, was Sie konkret beobachtet haben an Entwicklungen und Veränderungen in der Sache, eher reduzieren auf das Symbol, das man anknüpft. Da ist sozusagen die Strecke jetzt das Entscheidende. Naja, da ist schon ein Stück mehr drin. Wenn ich die wichtigsten Fragen anspreche, dann sind es drei. Zum einen ist das, wie gehen wir mit Nordmazedonien um? Wird sich für die Europäische Union die Möglichkeit eines Beitrittsgesprächs jetzt eröffnen und für Nordmazedonien oder nicht? Das Gleiche gilt für Albanien. Das andere ist, wie kommt man mit dem Kosovo, der nicht von allen Ländern in der EU als selbstständig anerkannt ist, wie gehen wir in der Zusammenarbeit weiter? Und das Dritte, was machen wir überhaupt mit dieser regionalen Zusammenarbeit der 6 Westbalkanstaaten? Wir nennen das den Berlin-Prozess. Und da war Gott sei Dank klar, dass die Bundesregierung diesen Berlin-Prozess, der vor einigen Jahren von Kanzlerin Merkel initiiert worden war, nicht nur fortsetzt, sondern reaktiviert. Das sind die wichtigen Botschaften. Ich hoffe, dass die Initiative von Bundeskanzler Scholz bis zum europäischen Gipfel am 23. Juni auch dazu führt, dass Nordmazedonien und Albanien endlich Beitrittsgespräche führen können. Das ist auch für mein Land, wenn Sie so wollen, Bosnien-Herzegowina, außerordentlich wichtig. Wenn das Momentum in der EU verloren geht, den Westbalkan sich um den zu kümmern, gerade nach dem
Situation des Ukraine-Krieges und den Unsicherheiten, die hier bei den Menschen ankommen, dann wäre das nicht gut. Wir müssen einen Blick nach vorne im Sinne einer engeren Zusammenarbeit deutlich haben. Also Herr Schmidt, bei Ihnen regiert das Prinzip Hoffnung auch bis zu einem gewissen Grade. Wir haben ja alle auch diese Pressekonferenzen, Sie auch mit durchaus selbstbewussten Führern von Serbien, Herrn Vucic, und von Bulgarien, Herrn Petkov, erlebt. Man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die sofort jeweils von ihren Veto- oder von ihren Nichtanerkennungslinien abkommen. Aber da ist sozusagen noch viel Kleinarbeit zu lösen. Sie haben jetzt auch angesprochen, im Grunde genommen auch die Frage von Enttäuschung. Das ist ein häufiges Thema, der Beitrittswunsch und sozusagen auch der Status ist ja häufig schon mehr als 10 Jahre im Raum bei den unterschiedlichen Staaten, über die wir hier sprechen. Wie sozusagen ist das auf der Zeitachse zu sehen? Wie viel Enttäuschung ist schon da? Also Enttäuschung ist bei den jungen Leuten. Die sagen, wann kommt jetzt denn die Europäische Union? Kommt die zu uns oder müssen wir zur Europäischen Union? Deswegen ist Eile geboten. In der Tat, Sie haben völlig recht, wer auf dem Westbalkan sich engagiert, ich tue das ja jetzt in verstärktem Maße, der braucht einen langen Atem und viel Geduld. Der braucht aber auch Entschlossenheit. Und es gab so eine Phase, wo auch die EU, internationale Gemeinschaft, irgendwie die Vorstellung hatte, das löst sich alles im Gesprächsrunden von selbst. Gar nicht löst sich hier. Hier muss man auch Entschlossenheit haben. Ich habe das ja in meinem Bereich jetzt gerade in der letzten Woche sehr deutlich gemacht durch eine Exekutiventscheidung von mir, dass die Wahlen, nachdem sie sich jahrelang sozusagen hin und her getrieben haben, dass wir die Wahlen finanzieren und durchführen, da braucht man ab und zu internationale, lassen Sie es mal freundlich sagen, Unterstützung. Und diese Mischung, die zu finden, Selbstständigkeit, Souveränität, aber gleichzeitig auch eine Art eine politisches Backing, Endorsement, das ist ganz wichtig. Und ich denke, da, ohne dass ich jetzt da nur schön reden will, da ist die Reise Scholz schon sehr wichtig. Denn eines lernt man hier im Balkan auch, bei allen Vetos und Zurückhaltungen und allen Ruppigkeiten, die man hat, es gibt schon einige, auf die man sehr blickt. Dazu gehört die EU, dazu gehört insbesondere die Bundesrepublik Deutschland, da gehören die Vereinigten Staaten von Amerika dazu. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, glaube ich, wo wir sehr viel deutlich unterstreichen müssen, deutlicher als in den letzten 10 Jahren das da und dort der Fall war, dass es jetzt vorangehen muss, nicht nur im Sinne, dass die EU liefert, sondern dass diese Länder auch liefern. In Nordmazedonien hat das Land geliefert, hat sogar seinen Namen geändert. Und jetzt, Entschuldigung, wenn ich das sage, das ist nicht diplomatisch, eiern wir in der EU wegen der bulgarischen Position wieder jahrelang herum. Das kann nicht sein. Da verlieren da die Menschen endgültig die Geduld. Deswegen sind wir jetzt gefragt. Danke für diese Erläuterung. Wir nehmen uns noch Zeit für einen kurzen Schlusspunkt. Sie haben, Christian Schmidt, die Ukraine angesprochen. Es wird Ende dieser Woche am Freitag eine Empfehlung geben der EU-Kommission bezüglich des Beitrittsgesuches der Ukraine. Wie ist es jetzt, wenn es zu einer, ich sage jetzt mal einfach salopp, Fast Lane für die Ukraine kommt? Welches Echo hat das auf dem Westbalkan? Also ich sehe das ja dann als eine politische Fastlane, weil politisch klar gemacht werden muss, wo seit dem Euromaidan im Jahre 2014 die Ukraine hin will und in freie Entscheidung hin will. Das heißt nur für mich, dass der Westbalkan in solch einer Situation sozusagen nicht übersehen werden darf. Die Fastlane bestimmen aber über den Weg die Länder auch ein Stück mit selbst, über ihre Reformbereitschaft, Reformfähigkeit. Wichtig ist, dass jetzt ein klares Zeichen für die Ukraine gesetzt wird und dass in dem Zusammenhang auch deutlich gemacht wird, ihr Westbalkanstaaten, ihr seid bei uns auf der Agenda, entweder verhandeln wir bereits mit euch oder wir werden weiter mit euch gerade im Weg auf Mitgliedschaft eng zusammenarbeiten. Aber lassen Sie mich diesen einen Punkt sagen, man muss Realist bleiben. Es wird Entwicklungen geben, die sehr lange dauern. Und deswegen empfehle ich uns allen,
auch ohne dass ich in europäischer Verantwortung bin, zu überlegen, welche Zwischenschritte wir machen können. Wir müssen über so etwas wie einen Maßanzug reden, denn eine Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union ist in der Tat mit vielen nicht nur guten Vorsätzen gepflastert, sondern die guten Vorsätze müssen auch gebaut werden und umgesetzt werden. Und da hapert es da und dort schon noch. Deswegen Zwischenstufen, Unterstützung und vor allem Adressierung der jungen Generation zu sagen, bleibt in euren Ländern, ihr seid diejenigen, auf die wir bauen, mehr als auf manche, die sich im politischen Klein-Klein in dieser Region gegenseitig verschlissen haben. Vielen Dank für dieses Schlusswort und für Ihre Zeit. Das war Christian Schmidt, der hohe Repräsentant der Vereinten Nationen für Bosnien und Herzegowina. Grüße nach Sarajevo. Dankeschön.